Krieg bloß deinen Kopf wieder klar. Oder ich mach kurz einen Prozess mit deiner Kleinen. Ich behalte dich im Auge, Raimund. Vergiss das nie. Und unterschätz mich nicht. Ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Aber dann habe ich diesen Chip bei ihm gesehen. Wenn sie irgendetwas vor mir verstecken, dann kommen sie in Teufelsküche, das sage ich. Und halten sie sich in Zukunft von verheirateten Männern fern. So, ihr zwei Turteltäubchen. Ich würde sagen, Ladies first. Also, das ist konsequent. Aber ist das denn alles immer nur Theater, was ihr mir den ganzen Tag so vorgaukelt? Habt ihr denn wenigstens gekämpft? Medizin. Medizin, um zu vergessen. Dieses Arschloch. Mein Freund ist wie diese Zitrone. Sieht gut aus, kaum im Mund wird's eklig. Warum sagst du das? Bist du in ihn verliebt? Nein! Ja, bist du jetzt hetero oder was? Was hat denn das mit hetero zu tun? Du warst in letzter Zeit einfach ziemlich weit weg von mir. Das hast du schön gesagt. Dein Robinson hatte auch großes Glück, dass er diesen Freitag traf. Freitag war vermutlich eine Frau. Es gibt uns nicht mehr. Verstehst du das nicht? Hugo nicht, mich nicht, dich nicht. Nicht fair. Ich glaube, du checkst es wirklich nicht, oder? Du kommst daher und meinst, du kannst alles übernehmen, oder was? Schau, das ist mein Laden und ich bestimme die Regeln.